Wir schreiben das Jahr 2030. Mit neuen Lasern beobachtet man die Bewegungen von Elektronen. Man weiß endlich, wie sich die Elementarteilchen unter verschiedenen Bedingungen verhalten und kann sie so kontrollieren und sogar steuern. Auch in der Medizin hat man mit neuartigen Lasern Techniken entwickelt, um einst unheilbare Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs, frühzeitig zu diagnostizieren. Denn neue, bildgebende Verfahren erlauben den Blick in die Zelle und erkennen so schon früh Veränderungen in Molekülen. Herkömmliche Mikroelektronik ist durch die schnellere Lichtwellenelektronik längst abgelöst. Informationen sind jetzt tausendfach schneller als noch vor 20 Jahren. Dies könnte eines Tages das Ergebnis der Forschung von Ferenc Krauss vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching sein. Er ist sozusagen der Paparazzo der Elektronen, denn er will die Bewegungen im Atom fotografieren. Alles besteht aus Atomen. Doch wie sehen Atome eigentlich aus? Atome bestehen aus positiv geladenen Protonen. Hallo. Und aus Neutronen. Hallo. Und natürlich aus Elektronen. Sie sind für Ferenc Krauss die Stars in dieser Konstellation und sind negativ geladen. Die Elektronen kreisen um den Kern. Vereinigen sich Atome, entstehen Moleküle. Diese teilen sich dann ihre Elementarteilchen, also die Stars. Sie nutzen die gleichen Flugbahnen. Diese werden auch Orbitale genannt. So entstehen chemische Verbindungen, also alle Moleküle. Mit Lasern rücken die Forscher den Elektronen auf den Leib. Ferenc Krauss und sein Team fotografieren dabei, was sich im Inneren von Atomen abspielt. Mit ultraschnellen Laserblitzen. Denn Elektronen sind extrem umtriebig und blitzschnell unterwegs. In dieser Quantenwelt verlaufen Bewegungen sprunghaft. Elektronen können auf Licht reagieren. Trifft Licht auf ein Elektron, kann dieses Energie aufnehmen. Es springt auf eine höhere Umlaufbahn, also in ein anderes Orbital. Wenn es in sein ursprüngliches Orbital zurückfällt, gibt es die Energie in Form eines Lichtteilchens ab, als sogenanntes Photon. Diese Bewegungen laufen innerhalb von Attosekunden ab. Das ist ein Milliardstel einer Milliardstelsekunde. So jedenfalls die Theorie. Doch stimmt das auch wirklich? Die Wissenschaftler wollen diese Bewegungen sichtbar machen. Bis vor 10 Jahren war das unmöglich. Wir wollen wissen, was geschieht, wenn Elektronen auf die Reise gehen. In welcher Zeit sie von einem Orbital auf ein anderes in einem Atom hüpfen, wie schnell sie sich in Molekülen oder in kleinsten Strukturen der Mikroelektronik bewegen. Genau das ist das Ziel der Attosekundenphysik. Doch die Bewegungen der Elektronen sind extrem schnell. Ihr Verhalten können die Physiker also nur sehen, wenn sie genauso kurze Kameraverschlusszeiten entwickeln, wie die Sprünge der Teilchen dauern. Sind sie zu lang, ist das Objekt bereits aus dem Bild verschwunden oder sehr verschwommen. Je kürzer die Blitze sind, desto genauer lassen sich Bewegungen scharf und unverzerrt beobachten. Und das wollen sie schaffen. Für die Forscher heißt das attosekundenschnelle Lichtblitze. Das ist eine Zahl mit 18 Stellen hinter dem Komma. Das ist genau die Zeit, die Ferenc Krauss braucht, um die Bewegung von Elektronen festzuhalten. Die Herausforderungen auf dem Weg dorthin? Sie lassen sich in zwei Phasen unterteilen. Phase 1, Attosekundenblitze erzeugen. Ultrakurze Blitze hintereinander, 3000 pro Sekunde. Doch wie soll das gehen? Der kürzeste Laserpuls, den man bis vor kurzem erzeugen konnte, war 1000-mal länger als eine Attosekunde. Dann die Idee. Mit einer eigens dafür gebauten Attosekundenkammer könnte es klappen. Wir waren viel zu langsam und haben die Elektronen in den meisten Fällen verpasst. Deswegen mussten wir kürzere Pulse erzeugen, um sie einfangen zu können. Die Idee war, Laserlichtblitze zu nehmen, die aus einer einzigen starken Welle bestehen. Wenn man mit solchen Lichtblitzen Edelgasatome beschießt, wird das am schwächsten gebundene Elektron des Atoms durch das starke Feld vom Atom losgerissen. Wenige Momente später dreht sich die Richtung des Feldes um, schleudert das Elektron zurück in die Nähe des Atomkerns. In diesem Augenblick gibt das Elektron seine Energie ab und
sendet einen Attosekundenblitz aus. Übertragen bedeutet dies Folgendes. Die Elektronen selbst sorgen dafür, dass es klappt. Durch das Laserlicht wird ein Elektron beschleunigt und für kurze Zeit aus dem Atom katapultiert. Beim Zurückfallen emittiert es Licht, und zwar in der Zeit von Attosekunden. Es ist vollbracht. Nun ist es gelungen, den bislang kürzesten Puls, der mit Lasern überhaupt möglich ist, noch kürzer zu machen. Im Moment hält Ferenc Krauss den Rekord von 80 Attosekunden. Das hat ihm einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde eingebracht. Damit ist er der schnellste Fotograf der Welt. Wir mussten nicht nur den Blitz erzeugen, das war nur der Anfang. Wir wollen mit diesen Blitzen auch experimentieren. Nun folgt Phase 2. Das Experiment. Die Attosekundenphysiker wollen wissen, was passiert, wenn ein Elektron aus einem Krypton-Atom geschossen wird. Die Forscher geben unterschiedliche Lichtblitze hintereinander auf eine Probe. Dabei schießen sie ein Elektron aus dem Atom heraus. Der Attosekundenblitz fotografiert dann, wie sich die übrig gebliebenen Elektronen bewegen. Man kann sich das so vorstellen. Licht ist Welle und Teilchen und Energie. Die Bowlingkugel stellt Licht, Welle und Teilchen dar. Die Elektronen zu treffen ist das Ziel. Erst wenn die tatsächlich rausgeschossen werden, hinterlassen sie einen Hohlraum im Gefüge. Das könnte zur Folge haben, dass sich die Verteilung der Ladung im Atom ändert. Denn negativ geladene Elektronen fehlen ja nun. Und was genau passiert an der Stelle, aus der sie rausgeschossen wurden? Diese Fragen konnten die Physiker ebenfalls beantworten. Mit diesem Experiment ist es zum ersten Mal gelungen, Vorgänge tief im Inneren eines Atoms aufzuzeichnen. Mit Hilfe von Licht ist man in der Lage, die schnellsten Vorgänge in der Natur zu erkunden. Wir können die Bewegung eines Hohlraums im Inneren eines Atoms innerhalb von Attosekunden beobachten und sehen dabei, dass sich dieser Hohlraum sehr schnell bewegt. Das ist für unser Alltagsverständnis zunächst einmal sehr ungewöhnlich, dass sich sogar Leere bewegen kann. Genau das sehen wir in dem Experiment. Licht ist die einzige Kraft, die ihre Richtung ebenso schnell variieren kann, wie Elektronen ihre Positionen ändern. Damit wird Licht zum Werkzeug des 21. Jahrhunderts für Medizin, Biologie und Informationstechnologie. Durch besseres Verständnis der mikroskopischen Elektronenbewegungen können wir eines Tages neue Substanzen entwickeln, neue Medikamente, wirksamere Medikamente entwickeln, die Entstehung von Krankheiten besser verstehen und die Elektronik einige hunderttausendfach schneller machen, als sie heute ist.